Das heißt eine Notlage. Also wir müssen die Schuldenbremse einfach aussetzen. Punkt, aus, Ende. Die Schuldenbremse lässt sich nicht einhalten. Man hätte diesen Unsinn, dieses neoliberale Ideologieprojekt niemals in unsere Verfassung schreiben dürfen. Aber zu all diesen Problemen werden wir hoffentlich noch kommen. Also dieses lächerliche Diskutieren darüber, ob wir die Schuldenbremse jetzt einhalten wollen, das sollte gar keine Diskussion sein. Wir können die Schuldenbremse gar nicht einhalten. Es geht nicht. Wenn wir es versuchen, was wir ja gerade tun, dann schrumpft schlicht und ergreifend die Wirtschaft. Also wir sehen ja jetzt schon, wie Deutschland sich in der Rezession befindet. Wenn der Staat da noch weiter spart, dann wird das alles noch viel schlimmer werden. Nur nicht überzeugt, sondern er sagt Sätze wie die, und zwar unentwegt, dass eigentlich genug Geld da ist. Wir haben genug Geld. Der gefährlichste Mann Europas. Also Inkompetenz in Person. Also ja, was soll man dazu sagen? Der Appetit nach immer mehr Geld ist für mich verstörend. Wir müssen mit dem Geld, das wir haben, nur besser umgehen. Ja, wie kann man eine Notlage 2024 erklären, wenn der Bundesfinanzminister die ganze Zeit sagt, wir haben eigentlich kein Geldproblem? Ich werde die Verhandlungen über den Haushalt jetzt nicht ins Fernsehen verlagern, aber ich möchte einfach in der Sache sagen, warum wir da einen anderen Standpunkt haben. Die Lücke, die da in den Haushalt jetzt reingerissen wurde, ist ja in einer Größenordnung, da geht es ja nicht um ein paar Briefbeschwerer, die für Büros des öffentlichen Dienstes gekauft werden sollte, sondern das ist eine Größenordnung, da müssen Sie, wie Sie es auch drehen und wenden, vor allem die Investitionstätigkeit des Staates zurückfahren. Und das sind wir nicht bereit zu tun. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Zusatzprojekte oder über den Rekordbeschäftigtenstand in Deutschland hinaus irgendwas, was noch eine halbe Million Arbeitsplätze schafft, zu finanzieren, sondern hier geht es um Investitionen, die den Kern, die Substanz der Volkswirtschaft in Deutschland, unser industrielles Rückgrat bewahren sollen, dass hier in den nächsten 10, 20, 30 Jahren industriell was produziert wird. Da hängen Beschäftigte dran, deren Einkommen, da hängen ganze Familien und Regionen dran. Um die kämpfen wir nicht um eine Milliarde links oder rechts im Haushalt, sondern darum, ob dieser Staat ein aktiver, ein investierender Staat sein kann in den nächsten Jahren. Und deshalb machen wir es uns auch nicht leicht in den Verhandlungen und schlagen auch nicht beim erstbesten Angebot ein, weil es um so viel geht. Und dann ist trotzdem die Frage, wo und an welcher Stelle kann gespart werden? Melanie Ammann ist bei uns, stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels. Frau Ammann, ein wo und an sogenannter welcher Shutdown, Stelle kann wie. gespart werden? Das ist so eine unglaublich dumme Frage. Also Entschuldigung, aber anders kann man es nicht sagen. Die Unternehmen sind in Deutschland wie in den meisten anderen Industrieländern Nettosparer. Ich suche euch hier gerade mal eine Grafik raus. Relevante Ökonomik hat da eigentlich immer relativ gute Grafiken. Hier, Finanzierungssalden der Wirtschaftssektoren in Deutschland. Das ist eine Grafik hier von Rainer Flassbeck auf seinem Blog Relevante Ökonomik. Da findet man die eigentlich relativ gut. Diese Grafik, die müsste hier eigentlich zentral. Die müsste eigentlich in so eine Talkshow und da müsste man sagen, wie will man dieses Sparvolumen von privaten Haushalten und Unternehmen ausgleichen? Ihr seht, seit Mitte der 2000er sind die Unternehmen in Deutschland Nettosparer und das hat sich bis Corona nicht groß geändert. 2022 und 2023 haben die privaten Haushalte ihre Schulden, also 2023 haben wir noch nicht die endgültigen Zahlen, 2022 haben die privaten Haushalte ihre Sparquote wieder normalisiert und die Unternehmen, ja, die Unternehmen sind weiterhin Nettosparer. Also wir haben weiterhin so eine Situation und da kann der Staat jetzt nicht sagen, wir gehen mit unserem Finanzierungssaldo hier jetzt wieder über die Nulllinie oder auf die Nulllinie. Das kann der Staat schlicht und ergreifend nicht machen, weil sonst die Wirtschaft schrumpft. Wenn die BIP-relevanten Ausgaben sinken, dann schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang und wenn man das macht, dann schrumpft die Wirtschaft, dann sinkt der Wert des Kapitalbestandes, dann sinken die realen Einkommen und ja. Im nächsten Jahr muss man dann sowieso Schulden machen, wenn man nicht will, dass dieser Prozess sich selber verstärkt. Also das Wort Deflationsspirale, das dürfte ja jedem bekannt sein. Wir befinden uns in Deutschland mittlerweile in einer Rezession. Ich werde da vielleicht gleich noch ein paar Statistiken raussuchen, wenn wir da auf diese Situation mal zu sprechen kommen. Aber solange man diese grundsätzliche Situation, dass die Unternehmen Nettosparer sind, dass sich so wirklich nicht andeutet, dass sich daran irgendetwas ändern wird, also solange man diesen zentralen Punkt nicht diskutiert, braucht man von diesem Thema erst gar nicht anzufangen. Wie in den USA steht nicht zu befürchten in diesem Land. Auch das sagt Christian Lindner unentwegt und der Bundeskanzler auch. Was wäre also so schlimm daran, wenn der Haushalt im nächsten. Und sorry, bevor ich jetzt Melanie Amann hier reden lasse. Wir lassen sie dann gleich mal ausreden, damit ich hier nicht die ganze Zeit unterbreche. Aber seht euch das an, die Schuldenbremse wurde hier 2009 eingeführt. Und just da, als die Unternehmen ja nochmal ihre Nettosparerposition verschärften. Die Schuldenbremse ist nicht nur ein Anschlag auf unsere Verfassung, ein Anschlag auf das Haushaltsrecht des Parlaments, ein Anschlag auf unsere Demokratie. Die Schuldenbremse ist ein Anschlag auf den gesunden Menschenverstand.
Sie schwächt Deutschlands Position in der internationalen Staatenkonkurrenz und sorgt dafür, dass wir nicht mehr, ja, dass wir hier keine vernünftigen Wirtschaftsstrukturen aufbauen können, beziehungsweise dass, wenn wir so einen rapiden Verfall erleben, dieser Verfall sich sogar noch verschlimmert. Also jetzt in so einer Situation, wie wir sie gerade erleben, nach diesem Verfassungsgerichtsurteil noch weiter sparen zu wollen, ist das Erste, was man machen kann. Deutschland erlebt gerade eine Deindustrialisierung. Wie gesagt, die Statistiken werde ich nachher raussuchen, wenn wir da hoffentlich zukommen. Also es wäre wirklich skandalös, wenn in dieser Regierung Sendung hier nicht darüber geredet werden wird, aber in so einer Situation die Staatsausgaben zurückzufahren, also das ist ökonomischer Selbstmord. Ein Jahr für das nächste Jahr kommt und nicht heute? Auf dem Papier geht es nur um ein paar Wochen. Und der Kühnert hat ja auch ein bisschen versucht, das so auf die formelle Ebene zu ziehen. Aber es ist natürlich schon ein Fiasko, dass diese Unsicherheit jetzt noch weiter besteht. Und das Stichwort Kämpfen, das Sie verwendet haben, fand ich auch interessant. Es ist halt offensichtlich keine politische Einigung möglich zwischen nur drei Personen, den drei entscheidenden Personen der Ampel. Das heißt, es ist nach wie vor unklar, diese drei Leute, diese Troika, mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit der Euro-Rettung, als einmal die Troika eingeritten kam. Also auch diese drei können sich nicht einigen auf einen gemeinsamen Kurs. Und da hätte Herr Habeck ja auch nach Dubai fahren können, also wenn das offensichtlich so komplex ist und so lange dauert. Und insofern ist das diese Unsicherheit, die davon ausgeht, für die Unternehmen und auch für die Leute, denen der Bundeskanzler noch gesagt hat, es ändert sich für euch nichts, keine Angst. Wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt gerade, das ist ein Riesen-Milliardenloch, wir kämpfen um die Zukunft des Landes so ungefähr. Also da ist schon ein gewisser Widerspruch Aber nicht da. um die Renten oder Wohngelder oder BAföG-Zahlungen der Menschen. Das ist ja das, was der Bundeskanzler im Bundestag adressiert hat, weil viele Leute ja nicht so tief in den Details drin sind und denken, es ist jetzt wie in den USA, wir sind vor einem Shutdown und morgen werden die Gehälter der Beamten nicht mehr bezahlt. Ich glaube, hier müssen alle Akteure ein Interesse daran haben, dass wir die Sachen gerade. Gut, ich glaube, ich kann die Situation, also vielleicht erklärt Kühnert das gleich noch, ich mache es mal kurz. Die Regierung wollte so tun, als ob sie die Schuldenbremse einhält, was sie de facto nicht getan hat. Und sie hat Gelder in den Schattenhaushalt verschoben, die eigentlich für Corona genehmigt worden waren, die man aber später noch für Klimagedöns und ja, teilweise sogar für sinnvolle Industriesubventionen verwenden wollte. Und ja, um diese Regeln zu umgehen, um so zu tun, als ob man die Schuldenbremse einhält, also um die Wähler für dumm zu verkaufen, ist man dann, ja, hat man diesen Schattenhaushalt aufgestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, nee, das dürft ihr nicht. Erstens dürft ihr nicht Corona-Gelder fürs Klima umwidmen, ohne das vernünftig zu begründen. Und zweitens dürft ihr nicht den Haushalt fürs Jahr von 2021 im Jahr 2022 beschließen. Also man hat das quasi rückwirkend versucht zu genehmigen, das ging auch nicht. Also ja. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Aber das Verfassungsgericht hat nichts darüber gesagt, ob man jetzt die Schuldenbremse aussetzen dürfte. Natürlich dürfte man das. Also da steht im Gesetz kein klares Kriterium dafür, wann man die Schuldenbremse aussetzen darf. Da steht was von einer außergewöhnlichen Notlage. Also Deutschland erlebt gerade eine riesige Deindustrialisierung, Produktion der energieintensiven Industrie zeige 20% unter Vorjahresniveau. Die Auftragseingänge in der Industrie, die Produktion, alles sinkt immer weiter. Also natürlich ist das eine Notlage, eine wirtschaftliche, und da muss man jetzt endlich die Schuldenbremse aussetzen. Also wenn man eine vernünftige, rationale Politik machen würde. Und korrekt darstellen. Aber viel mehr ja auch nicht. Schreibt gerade zerhackte Wühlmaus im Chat. Der Flassbeck redet sich schon seit Jahren den Mund fusselig und die Pfeifen plappern immer noch denselben Mist. Exakt. Das ist der Grund, warum ich mich so aufrege. Es gibt vernünftige Ökonomen hier im Lande, die einen Durchblick haben, wie beispielsweise Heiner Flassbeck, also meiner Meinung nach einer der besten, die ja den ganzen Tag nichts anderes erklären und in den Talkshows wird immer noch derselbe Müll geredet. Also, wie gesagt, jetzt hat man hier mal die Wagenknecht eingeladen. Lafontaine hat letztens relativ vernünftige Dinge gesagt, auch wenn der mir ehrlich gesagt nicht weit genug ging. Darauf hatte ich ja auch reagiert. Aber ja, deswegen hoffe ich, dass Wagenknecht hier jetzt mal Klartext spricht. Nicht, wenn ich das kurz sagen darf. Also ganz ehrlich, die sollten mal Heiner Flassbeck oder Friederike Spieker oder ja, vielleicht auch Patrick Kaczmarek oder Maurice Höfgen irgendwen einladen, der mal Durchblick hat. Also nicht so jemanden wie den Fratscher, der immer versucht, sich so allglatt auszudrücken, dass er am Ende nichts sagt. Also diesen Politsprech verwendet. Sowas bringt am Ende nichts. Also da sorgst du für Unklarheit und ich glaube, das wollen diese Talkshows auch. Diese Talkshows, ich hatte es ja am Anfang gesagt, das ist normalerweise Volksverdummung. Hier geht es nicht darum, Argumente auszutauschen, sondern hier geht es darum, das Volk zu verwirren. Also es ist wirklich so das absolut Verpflichtende, da haben Sie recht, das wird weiter ausgezahlt, aber für jede weitere Ausgabe, für jede weitere größere Investition sitzt Herr Lindner da und sagt ja oder nein, muss der Minister oder die Ministerin zu ihm kommen und darum bitten. Und deswegen stehen halt auch Dinge auf der Kippe, die über jetzt eine normale Rentenzahlung oder so hinausgehen. Ja, das heißt, Herr Lindner hat jetzt auch tatsächlich mehr Macht, weil er entscheiden wird, genau wie Melanie Ammann sagt, was überhaupt noch
von dieser Regierung kommt, bis man sich geeinigt hat? Um es ganz klar zu sagen, bei allen Differenzen in der Sache. Ich bin überzeugt, dass auch Christian Lindner mit uns ein Ergebnis erzielen möchte über den Haushalt 24. Das ist gut, beruhigend. Naja, ja. Vielleicht glaubt man es ja mehr, wenn ich es dann einfach ausspreche als Generalsekretär der SPD. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf Zeit spielt, um möglichst spät im nächsten Jahr ein Haushaltsbeschluss. Jetzt wird über dieses Koalitionsgezänk geredet. Meine Güte, da hätten sie einfach eine SPD und FDP noch einladen können und dann von mir aus einfach eine Opposition, dann hätten sie das machen können. Aber so jetzt, ohne dass die FDP da ist, über Lindner zu spekulieren, das bringt niemanden weiter. Redet endlich über die relevanten Probleme, über die Deindustrialisierung, über den Einbruch im Wohnungsbau, über die konjunkturelle Krise, die andauernde Unterbeschäftigung, die Explosion der Kinderarmut, die wir gerade sehen. Also die Kinderarmut, die ist, beziehungsweise Kinder von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, so ist der korrekte statistische Ausdruck, die ist von 20% auf 24% der Bevölkerung, also der Kinder angestiegen. Das heißt, wir haben rund ein Viertel der Kinder, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das ist der Zustand in diesem Land. Die Altersarmut steigt seit vielen Jahren immer weiter an. Also es gibt so viele Probleme, die wir haben, wo man endlich mal Geld ausgeben könnte. Also das sind jetzt alles reale Größen, die ich gerade genannt habe, mit der Kinderarmut, der Altersarmut, der Deindustrialisierung. Aber all dem steht dieses andere Konzept, die Finanzierung, sei ich eben erklärt habe, das steht da dahinter. Die Stadt muss mehr Geld ausgeben. Die Frage ist jetzt, wofür? Wir haben riesige Probleme. Es gibt so viele Sachen, wofür wir Geld ausgeben könnten, und wir müssen Geld ausgeben. Wenn wir kein Geld ausgeben, dann bekommen wir noch viel größere Probleme.